Hallo und willkommen zum dritten Teil unserer Porsche Moments. Ich bin heute hier in Weissach schon mitten auf der Teststrecke und ready to go. Es geht heute um das Jahr 1981. Zum einen mein Geburtsjahr, natürlich ganz, ganz wichtig. Zum anderen aber, das Rennen hat eine Besonderheit, weil Porsche mit zwei unterschiedlichen Fahrzeugkonzepten am Start stand. Zum einen der offene Spyder, der 936-81 und zum anderen der 924 GTP. Ich habe zwei Hochkaräter an meiner Seite. Zum einen ein absoluter Knaller und eine absolute Legende. Kommen wir später. Der andere steht schon bereits hier und ich bin sehr erfreut, dass er wieder mit am Start ist und uns durch die Folge begleitet. Norbert Singer, ich bin sehr froh, dass du wieder mit am Start bist. Wir stehen ja schon mitten auf der Teststrecke. Ich glaube, wir reden gar nicht lange rum. Probier es gleich mal. Einsteigen, wir fahren los und danach habe ich ganz viele Fragen. Viel Spaß. Alles klar. Es hat Spaß gemacht, die paar Runden. Schön, dass es Spaß gemacht hat. Das ist die Hauptsache. Und es ist auch schön, dass die alte Auto noch laufen. Absolut, absolut. Danke, Berti. Danke, Alex. So, legen wir mal die Sachen ab. Aber man hat schon gemerkt, von der Sitzposition, dass man viel weiter vorne ist. Ja, das ist halt 908. War ja ein super Auto und das hat man dann übernommen wegen der Gewichtsverteilung, um den Fahrer nach vorne zu schieben. Reglementsmäßig war das frei, kam erst viel später. Und ja, das war gar nicht so schlecht. Jetzt ist ja der 936-81 ein besonderes Auto für mich. Nicht nur, dass ich ihn jetzt fahren durfte, sondern das Auto ist ja das Siegerfahrzeug aus meinem Geburtsjahr, 1981. Super. Deswegen habe ich da schon mal eine emotionale Verbindung. Ja. Aber jetzt weih mich doch mal ein in die Besonderheiten des Fahrzeugs, also wie das Projekt überhaupt entstanden ist. Weil es gab ja schon den 936 1976. Ja, es ist 76 entstanden. Und die Entstehungsgeschichte ist ein bisschen lustig, weil wir hatten ja für 1976 mit den 935 sind wir die Marken-WM gefahren, alle neun oder wie viele Rennen es waren. Und es gab dann hin und wieder mal beim Dr. Fuhrmann, der war ja Vorstandsvorsitzender, so ein Motorsportgespräch. Er selber war ja ein Racer. Okay. Er hat ja früher Rennmotoren konstruiert beim alten Professor. Und da sagte er nach der Besprechung, sagte er, was haltet ihr von dem neuen Sportwagenreglement, was jetzt rausgekommen ist? Das war Gruppe 6. Das war Gruppe 6. Gruppe 6. Also ich persönlich muss sagen, ich habe es nicht gelesen. Ich wusste, es gibt es, aber ich habe keine Ahnung. Hat mich auch nicht interessiert, weil ich mache ja 935. Ja. Und keiner der Anwesenden hat so ein bisschen reagiert, weil ich glaube, es hat keiner gelesen gehabt. Weil alle sagen, wir fahren 35. Ja. Und dann plötzlich sagte Fuhrmann, ich sage euch was. Wir machen das Projekt. Wir haben alle geguckt, wie die Autos. Okay. Ja, ein Vorstandsvorsitzender sagt gegen den Rat der Experten, das machen wir. Okay. Und im Übrigen, in zwei Wochen treffen wir uns wieder und da sagt ihr mir, wie es geht. Tschüss, auf Wiedersehen. Also nichts kontrolliert und einfach Entscheidungen getroffen, fertig. Ihr macht es. Gut. So. Naja, dann hat man halt gesagt, ja, in der Werkstatt gibt es Kapazitätsprobleme, weil man fährt ja werkseitig. Jetzt noch das zusätzliche Auto und naja. Und naja, man hat es dann hingebracht und der andere Gag war, es war strengste Geheimhaltung. Okay. Das durfte keiner wissen. Okay. Also es war intern, das hat es gar nicht gegeben. Und da weiß ich eine Geschichte, die mir der Schreinereimeister damals erzählt hat. Selbst Professor Porsche wusste es nicht. Okay. Oder genauer gesagt, durfte es nicht wissen. Hat es aber trotzdem rausgefunden? Ja, hat es aber rausgefunden, das Gerüchte halber. Weil da war in der Schreinerei, wo das 1:1-Modell entstanden ist, gab es irgendeine Präsentation für den Dr. Porsche von einem Serienauto. Ich weiß es nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall, die war fertig, das Auto war abgedeckt, zur Seite geschoben, als zugedeckt, man wusste es nicht. Und beim Rausgehen hat er wohl den Schreinereimeister gefragt, Sie sagen Sie mal, wo ist denn das geheime Rennauto, was ich nicht wissen darf? Hat mir der Schreiner erzählt. Ja. Und wo das dann der erste Auftritt war, natürlich in Ricard. Und dann sagt er, ja, und dann malt es schwarz an, damit es keiner sieht. Okay.
Das war die Vorstufe zur Tarnung, was man heute das war die genau. Vorstufe zur Tarnung. Was von der Zeitschiene her? Das war Anfang 76, die ersten Testfahrten. Also das Meeting war so irgendwie im August 75. Okay. Und man hat also dann die Saison 76 vorbereitet mit einem 35. Und dazu kam jetzt plötzlich ein nächstes Projekt mit den gleichen Leuten. Da gab es okay. nicht mehr Leute. Das war okay. halt so. Man okay. musste halt machen. Ne? Okay. Und ja, und irgendwie ist es halt dann gegangen. Fuhrmann, sein großes Argument war ja, ihr habt so viele alte Teile vom 917, ja, okay. die das Lager voll machen und ihr sagt immer, das braucht man nicht mehr. Nehmt doch die. Insofern hat also das Fahrwerk, so, okay. war 917. Okay. Okay. Ein bisschen größerer Radstand, es gab ja. dann einen eigenen Versuch dazu. Rahmen war neu, klar, weil er war ja ein offener Spider. Ja. Und motormäßig hatten wir ja vom 74 diesen Turbo Carrera, diesen 2,1 Liter. Okay. Und den hat man dann adaptiert auf den Prototyp. Also der Rumpfmotor war ähnlich und der Ansaug und das war natürlich neu. Gibt es da auch, also 917 Teile wurden verbaut, Know-how, aber auch vom 908 wurden ja auch. Nee, vom 8er nicht, das waren alles 17. Okay. 17er Bremsen, okay. 17er Fahrwerk, also okay. Radträger und okay. die Dinge. Rahmen war neu, Karosserie ja. war natürlich auch neu. Okay. Und dann haben wir gesagt, ja, also in welchen Windkanal dürfen wir denn gehen? Worauf Fuhrmann gesagt hat, in gar keinen. Wow. Ein Modell, okay. Porsche hatte noch keinen. Ja. Und wir mussten extern gehen, entweder zu diesem Institut, den der Daimler übernommen hat, also konnte der Daimler gucken, VW hat man auch nicht so richtig getraut, also keiner. Okay. Ihr habt genug Erfahrung, ihr habt so viel Auto gemacht, macht's das richtig. Also basierend auf Erfahrung? Auf Erfahrung. Okay. Ja, muss man aber sagen, bevor das Auto dann wirklich gelaufen ist, sind wir nach Wolfsburg gegangen und haben es halt mal kontrolliert, dass das und noch ein paar Änderungen gemacht, dass halt die Abtriebsverhältnisse stimmen, weil sonst ist ja alles ein Blödsinn. Ne? Und das hat dann gepasst. Ja. Der erste Le Mans-Einsatz war ja direkt Sieg, ja, 76? Es war 76, ja. Okay. Und ja, Renault war unser großer Gegner, aber Renault hat wohl Le Mans und uns ein bisschen unterschätzt, dass Le Mans 24 Stunden ist und es ist mitunter hart. Und ja, die haben es dann souverän gewonnen, der X und Bell. Und das Jahr drauf das Gleiche noch einmal, aber da war ja dann dieses große, wo wir dann mit 5 Zylinder am Schluss fahren mussten und so weiter. Fahrer getauscht noch. Fahrer getauscht, da kam der Jürgen Barth rein. Okay. Ja. Und 78 haben wir verloren gegen Renault, muss man klar sagen. 79 sind wir ausgefallen und damit war es Ende für das Auto. Also das Auto ging dann ins Museum? Ab ins Museum. Also war erstmal. So. Und dann gab es einen Wechsel im Vorstand. Aha. Herr Schutz kam. Und er hat sich natürlich auch für Motorsport interessiert und er sagte, was haben wir denn so an Motorsportprogramm? Ich sagte, naja, wir haben 3 und 44er für Le Mans vorbereitet. So wie das Jahr vorher, 3 und 24er, 3 und 44er. Und er sagte, und wie sind die Chancen auf Gesamtsieg? Keine. Keine. Kurz gesagt, keine. Ja, ja, Klassensieg vielleicht. Und er sagte, ja, was können wir denn machen? Gesamtsieg wäre natürlich schon toll. Und da hat man gesagt, naja, wir könnten mal drüber nachdenken, den alten 936er wiederholen. Mhm. Inzwischen hat sich in Le Mans das Reglement geändert. Okay. Dieser Turbofaktor 1,4, der hat nicht mehr gegolten. Man konnte also einen größeren Motor wie 2,1 Liter einbauen. Ja. Und da hatten wir natürlich einen Supermotor von der ehemaligen Indy-Projekt mit 2,6 Liter. Okay. Und der wurde dann wieder zurück von ihrem Alkohol auf Benzin umgebaut und der kam dann da hinein. Achso, okay. Was hat der an Mehrleistung dann gehabt? Oh, 100 PS vielleicht 100 PS, oder okay. sowas. Ja, Restriktoren okay. gab es ja nicht. Ne? Okay. Und ja, und wir hatten ja auch schon im Vorfeld mit dem Getriebe Probleme. Wir hatten schon mal Getriebeschaden, ja, 78, deswegen hat man es dann nicht gewonnen. Und dann haben wir gesagt, na, da gibt es ein tolles Getriebe, was in der Can-Am lief. Für 1000 Newtonmeter. Hat natürlich den Motor nicht gehabt, aber das war sicher. Er hat dummerweise nur 4 Gänge. Ja, okay. Ein 920-Getriebe, glaube ich, hieß es. Und das hat man dann eingemacht. Insofern hat man keine Getriebe. Ging schwer zu schalten, aber es waren nur 4 Gänge. Hat gehalten, ja. Der erste ging dann bis 150 oder so. Ja, und so kam halt es dann. Und jetzt hat man dann da, ja, recht gut gewonnen. Das Auto hatte wenig Probleme. Ja. Und wie war dann bei dem Einsatz 1981 die Zeitschiene? Ist das im Frühjahr 81 passiert? Ja. Oder die? Ja, ja, das Ganze ist dann irgendwo so im Februar, März auf die Füße okay. gekommen. Okay. Im Juni ist Le Mans. Ja. Ne? Ja. Ja. Und dann holt man das Auto,
Putz macht's und muss einige Änderungen machen, ja, und natürlich den Motor adaptieren. Ja. Ja, also das war schon ein riesenwirklicher Zirkus. Ne? Was hat sich von der Aerodynamik her geändert im Vergleich zu 76? So. Ja, es waren, zu 76 gab es einige Details, zum Beispiel der Cockpit-Ausschnitt hat sich geändert, die Hutze wurde mehrfach geändert, auch die Zuströmung vom Bug her wurde ein bisschen korrigiert und natürlich am Heck gearbeitet. Heckflügel war natürlich ganz toll mit diesem Winglets. Ja. Die hatten wir da, die Flugzeuge fingen damals an mit den Winglets, da haben wir es natürlich nachgemacht, einfach um den Widerstand zu reduzieren. Ist das ähnlich wie beim 917 Kurzheck auch, die Philosophie, dass auf weniger Widerstand geht? Genau, genau. Deswegen auch das Langheck. Okay. Die 76er Version gab es ja als Kurz- und Langheck, aber dann ist man ja nur Le Mans gefahren, deswegen waren die automatisch Langheck. Was ich richtig cool finde, sind hier die Radabdeckungen. Also da musst du mir jetzt mal erklären, was damit auf sich hat. Das sind einmal die Scheibe reduziert ein bisschen den Widerstand, aber das Hauptargument sind die Schaufeln, die wie ein Turbinenrad entlüften, um der Bremse mehr Luft abzusaugen. Okay, also Bremse. Das ist sowohl vorne als auch hinten. Okay. So, ansonsten ein offener Spider, der sehr angenehm zu fahren ist. Das richtig gut ausbalanciert, ja. Schön leicht, was kann man zum Gewicht sagen? Wie schwer war das Fahrzeug? 750, glaube ich, sowas musste er haben. Das merkt man richtig agil. Ja. Was mich aus Fahrersicht noch interessiert, wenn wir jetzt mal zum Cockpit gehen, da ist ja neben dem Schalthebel, neben dem Vierganggetriebe, ist ja dann so ein kleines Rad. Ne? Das gibt es ja, zu meiner Zeit gab es das ja nicht mehr. Aber das war eingestellt. Eingestellt, ja. Das sieht aber sehr verdächtig nahe, liegt das am Lenkrad. Durfte der Fahrer dann selber hingreifen? Das war das oder? Sozusagen das Dampfrad ist gemeinhin genannt, wo man den Ladedruck einstellen kann. Und wenn man im Rennen fährt, wie jetzt zum Beispiel Le Mans, hat eine große Führung, sind bloß noch 2 Stunden, reduziert man den Ladedruck, um den Motor zu schonen. Aber manche Fahrer haben das natürlich im Qualifying auch in die andere Richtung probiert. Und es kam immer raus, oder? Es gab ja keine Datenerfassungssystem. Wir haben ja nur von dem gelebt, was der Fahrer uns erzählt hat. Okay. Und was wir da gesehen haben. Und da haben wir natürlich hinterlistigerweise am Ladedruckgerät den Ladedruck, der nicht erlaubt war, mit roten Lampen markiert. Welche Anzeige ist das? Das da, die neben dran. Ah ja, okay. Ah ja, klar. Und die sind stehen geblieben und die konnte der Fahrer nicht löschen. Die musste man an der Box löschen. Okay. Insofern hat man dann reingeguckt und gesagt, aha, war mal wieder ein Zehntel zu viel. Aber ansonsten war das alles, hat man dem Fahrer geglaubt, weil es ja beider Seiten Interesse. An andere Zeiten, oder? An andere Zeiten. Na, heute glaubt man auch noch dem Fahrer, klar, aber heute ist natürlich, die Fahrzeuge sind natürlich komplett überwacht. Ja. Das weißt du ja selber, also Live-Telemetrie in Le Mans und man sieht alles, was gerade passiert. Ja, passiert also auch das, live. War alles nichts. Und das war alles gut, aber man hatte dann schon einen Funk. Okay. Das heißt, also man konnte mit dem Fahrer reden. Das war schon mal wichtig. War das so der erste Einsatz von einem Fahrerfunk? Oder? Einer der ersten. Einer der ersten. Okay. Einer der ersten. Okay. Ich glaube, da war die Firma Telekom. Telekom. Okay. Ja. Die haben, muss man dazu sagen, waren, glaube ich, die ersten, die einen Funkverkehr über die ganze Strecke Le Mans erlaubt haben. Also Mulsanne war ja immer so ein bisschen im toten Winkel von der Box und da, mit denen konnten wir es dann machen. Das heißt, wie war das damals strukturiert? Warst du der Einzige, der zum Fahrer sprechen durfte? Nee, nee. Oder war das offen? Wie habt ihr das wert? Also der Rennleiter Falk war die Zentralstation, der mit dem Fahrer Kontakt hat. Wir konnten den Fahrer hören. Ich konnte auch mit dem Fahrer reden, weil wenn er zum Beispiel ein Problem hat oder sonst was, dass man nachfragen kann, wie oder was. Die anderen konnten nur hören. Okay. Ja. Was gab's? Hat man das nur im Notfall genutzt oder gab es da Instruktionen jede Runde? Oder? Nur im Notfall. Nur im Notfall, okay. Nur im Notfall. Das damals, okay. Ja. Also dieser Verkehr, dass man sich da mit dem Dau austauscht und sagt, was man wo einstellen sollte, nee, das gab es überhaupt nicht. Okay. Okay. Und wie war das Rennen? Also es kam jetzt das Programm für 81 kam ja spät zustande. Wie war jetzt das Rennen an sich gelaufen? Es waren ja 2 Fahrzeuge am Start. Es waren 2 Fahrzeuge am Start. Der Sponsor Schül kam, ich glaube, 2 Wochen vor dem Rennen. Alles knapp. Ja, und wir haben ja dann, ich glaube, so irgendwann im März hat man angefangen, das umzubauen, den Motor, das Getriebe zu adaptieren. Und und dann ist man nach Le Mans gegangen und gesagt, naja, der Motor wird es können, der Rest soll es auch können. Und und dann ist man gefahren. Der X-Bell hatten eigentlich keine Probleme. Okay. Während das Schwesterauto, ich glaube, da fuhr der Werner Schuppan,
Dem ist am Sonntagvormittag, glaube ich, irgendwann der Motor ausgegangen, irgendwo zwischen Indianapolis und der Box da zwischendrin. Und er ist nicht mehr angelaufen. Und dann ist also der Motoringenieur Schäfer da rausgesaust mit dem Roller und hat sich das angeguckt. Dann hat er das Heck, das musste er allein machen, der Fahrer. Das ist ein Riesenteil. Das fängt hier an. Ja. Das ist ein Stück. Mit Heckflügel hält man alles an. Muss er runter machen. Okay. Und dann haben sie also probiert und dann kamen sie zu dem Schluss, man sollte doch die Druckanlage mal abschrauben. Mhm. Werkzeug war ja an Bord, ist ja in Le Mans immer noch so an Bord. Tradition, ja, immer richtig. So. Ja. Und dann hat er die also abgeschraubt und irgendwie lief der Motor wieder, so halblebig. Okay. Daraufhin hat er den Rest, den er abgeschraubt hat, ins Ausgeschmissen, neigesetzt und ist zur Box gefahren und da hat man es repariert und dann konnte er als Turbo wieder weiterfahren. Ja. Die waren aber weit zurückgefahren. Die waren dann weit zurück. Ja, ich glaube, der stand vorbei. Eine halbe Stunde oder was draußen an der Strecke. Also der war eigentlich weg. Ich glaube, er wurde dann 12. oder sowas. Okay. Und das Fahrzeug ist mit Jackie X und Derek Bell am Steuer, hat ja das Rennen gewonnen, Gesamtsieg. Nummer 12, wenn ich richtig weiß. Und dann mit einem riesen Vorsprung. Es waren ja einige Runden Vorsprung. Ja. Ja gut, die hatten kein Problem und die anderen haben halt so Kleinigkeiten. Ja. Wenn irgendwelche, hast einen Reifenschaden oder sonst was, dann bist du gleich weg. Also zurückgefallen. Ne? Ja, und danach ist dann das Auto endgültig ins Museum gegangen. Und geblieben. Mit Ausnahme der Motor, der war sozusagen die Basis für die nächste Generation. Also war das in vielerlei Hinsicht war das ein Ende einer Ära. Das war das Ende einer Ära, okay. Recht erfolgreich. Ja. Und das war es dann eigentlich. Ja. Drei Le Mans-Siege. Ne? Ja, drei Le Mans-Gesamtsiege. Genau, und wenn ich richtig weiß, es gab drei Auto und jeder hat einmal Le Mans gewonnen. Okay. Jetzt pass auf, ich habe was gefunden. Oh. Und zwar können wir jetzt mal mit dem Fahrer sprechen und den Fahrer mal in die Box rufen. Jawohl. Pitney Slap, war das damals so? Das war so. Ja, das war so. Wo hast du das eigentlich? Das hatte der Rennleiter. In der Hand? Oder nein, das stand natürlich am Gürtel. Am Boxentisch neben der Zeitnahme. Okay. Und da konnte er direkt mit dem Fahrer reden. Mhm. Und wir hatten Kopfhörer. Und da konnte man dann mithören zum Teil. Zum Teil war es natürlich auch begrenzt mit, wer darf mit dem Fahrer reden, weil es kann ja nicht jeder irgendwie reden oder so, da gab es eine Regelung. Aber das waren die Aktionen, wo man dann tatsächlich über den ganzen Le Mans-Kurs Funkverbindung hatte. Okay. War ganz wichtig. Okay. Weil wie es oft ist, die dümmsten Fälle passieren hinten in Mülsan. Richtig. Und das war so der Anfang und wann kamen dann die wirklich in die Ohrhörer? Die kamen da gleich danach. Das waren dann so, glaube grüne Kopfhörer. Mhm. Und da konnten viele halt mithören. Mhm. Weil es war ja ganz wichtig, wenn der Fahrer sich meldet und hat irgendein Problem, dass die Mechaniker, also die Chefmechaniker, also dass die halt wissen, um was es geht. Mhm. Und und die Ingenieure natürlich auch. Ne? Okay. Weil du hast ja neben der Entwicklung vom Fahrzeug, hast du auch immer ein Fahrzeug auch geleitet in Le Mans. War das Siegerfahrzeug? Das war in dem Fall das zufällig. Okay. Okay. Wie hast du jetzt deine Fahrer, also Jackie X und Derek Bell haben ja damals den Gesamtsieg eingefahren. Ja. Wie hast du die unter Kontrolle gehalten oder wie war damals, gab es eine Vorgabe, Rundenzeitvorgabe? Ja, also es gab natürlich wieder Richtzeiten in gewisser Weise. Okay. Und an die sie sich mehr oder weniger gehalten haben, je nachdem. Und ansonsten war es eigentlich, man hat das alles am Freitag besprochen, was man macht, für welche Eventualitäten. Und danach ist es dann halt abgelaufen. Ja. Dass natürlich dazwischendrin mal was war, okay. Ja. Aber wenn man es rechten konnte, konnte man es rechten. Und so sagen, da müssen wir leben damit. Ja. Kennst du? Ja, kenn ich, genau. Dann können wir nichts ändern. Ja. Aber ich finde es bemerkenswert, dass Jackie X und Derek Bell mit 14 Runden Vorsprung gewonnen haben. Also das ist, ich kenne Rennen, wo es mit 14 Sekunden Unterschiede gibt, aber genau. 14 Runden. Ja. Wahnsinn. Also die hatten kein Problem gegenüber vom Schwesterauto. Und die Konkurrenz hat halt ein paar Probleme gehabt. Also das ist sicher nicht rausgefahren, sondern das ist halt, weil die anderen Probleme hatten. War halt am Schluss 14 Runden vorne. Okay. Und die Top-Klasse, also die Gruppe 6-Fahrzeuge, waren ja da die stärksten im Feld. Also mit rund 620 PS bei der 936. Das waren die stärksten. Da gab es dann auch noch Rondos, die waren nicht so stark und so weiter. Aber wie gesagt, die waren relativ schnell und problemlos und damit bist du ganz weit vorne in Le Mans. Also Auto hat sich gerade eben ja wunderbar fahren lassen, also finde ich sehr agil, sehr leichtfüßig und ich mag auch offene Fahrzeuge, ganz ehrlich. Es ist, die Sicht ist natürlich perfekt, klar, wenn man schneller fährt, ist der Helm im Wind, es wackelt ein bisschen, aber offene Fahrzeuge finde ich spannend. Da fällt mir eine kleine Geschichte dazu ein.
es gab zur 1917-Zeit die Ding, dass die Spider immer schneller waren wie die Coupés. Und da wurde dann gerätselt. Woran das lag? Und da war eben Fahrer, man sieht besser, man kann besser die Kurven anfahren, ist alles besser. Mag sein. Als Ingenieur denkt man da ein bisschen anders. Okay. Nee, wunderschön und bemerkenswertes Rennen 1981. Ein Fahrzeug ist nicht, oder ist ein Problem zurückgefallen, das Schwesterfahrzeug. Ja, hatte ein Problem mit dem Motor, musste dann der Fahrer basteln. Ja. Kam dann ohne Druckanlage an die Box, wurde repariert und fuhr dann weiter. Und ja, ich glaube, 12. oder was wurde. Okay. Ja, vielen Dank, Norbert, für die Ausführungen vom Gesamtsieg 1981 mit dem 936-81. Gerne geschehen. Aber 1981 gab es ja noch mehr. Also nicht nur dieser Gesamtsieg, da war ja noch mehr los. Und jetzt machen wir den schnellen fliegenden Wechsel vom 936 hin zum 924 GTP mit einem weiteren Überraschungsgast, einer weiteren Porsche-Legende. Seid gespannt. Servus, Timo. Alter, servus. Du, freut mich, dass du heute mit dabei bist bei der Folge Porsche Moments über das Jahr 1981. Über den 936 haben wir vorher schon gesprochen. Jetzt geht es um ein ganz anderes Fahrzeugkonzept, um den 924 GTP Le Mans. Und da bist du ja mitgefahren. Und es ist mir noch eine Ehre zu sagen, einfach, du bist für mich der beste Rallyefahrer aller Zeiten. Aber du bist auch sehr viel Rundstrecke gefahren, was viele vielleicht gar nicht so wissen. Und warst in Le Mans 1981 mit. Ja, ganz speziell 81 bin ich viele Rundstreckenrennen gefahren, darunter auch Le Mans, was für mich natürlich als Rallyefahrer ein besonderes Erlebnis war. Auch das Auto war etwas Besonderes. Und ich habe das Auto seitdem nicht mehr gesehen und ich würde mich unheimlich freuen, wenn man als Schwarzschaft das wieder mal zu sehen. Sollen wir mal hingehen? Sollen wir mal schauen? Ja, gerne, natürlich. Weil da steht nämlich noch ein Gast dabei, der weiß ganz genau über das Auto Bescheid. Super, alles klar. Norbert, schau mal, wer uns heute noch unterstützt. Ja, grüß dich, Norbert. Wo kommst jetzt du her? Jawohl, sehen wir uns wieder mal. Super. Ja, schön. Und den 924 GTP, mit dem ihr P7, also den siebten Platz eingefahren habt, bei den 24 Stunden von Le Mans und den Klassensieg in der Klasse GTP eingefahren habt. Ja, tolle Erinnerung. Aber es war von Anfang an schon ein Geheimprojekt, oder? Das war geheim. Es war so geheim, dass ich nicht viel wusste, außer dass sie mir gesagt haben, du fährst quasi den Prototyp vom neuen 944. Okay. Ich sage, ja, ist recht, warum nicht? Und dann sind wir dorthin gefahren, ohne viel Erwartung. Aber umso überraschender war das tolle Ergebnis. Ja. Wie war das so vom Aufbau vom Rennen? Ihr habt ja im freien Training, glaube ich, noch einige Probleme gehabt, was so nicht so positiv fürs Rennen durch war. Durch das Geheimnis war natürlich das Auto auch nicht beim Testen sehr viel unterwegs. Ja. Das Training war die Testfahrt im Prinzip. Wir haben mal zu wenig Ladedruck gehabt oder keinen Ladedruck. Da haben sie kräftig geschraubt und sie haben es letztendlich dann gut hingebracht. Und ich kann mich noch erinnern, damals, das Auto ging auf der Geraden 304. Das war natürlich nicht sehr aufregend. Die Hauptbeschäftigung war zu schauen, wenn die Schnellen kommen. Aber wie gesagt, es war trotzdem ein tolles Erlebnis für mich. Als Rallyefahrer, Nachtfahren war natürlich gut für mich. Also habe ich nur positive Erinnerungen. Ja, dann siebter Platz, ja, eigentlich ein Wunder. Ja, unglaublich. Das sind heute erzählt, sagt jeder, das kann es nicht sein. Ne? Zwischen den ganzen Sportprototypen und wo da rumgefahren sind. Unsere 936 haben wir damals gewonnen. Ja. Ne? Und das war schon einmalig, gell? Das erste Mal auf der Rennstrecke und sofort so ein Ergebnis. Aber ich sage immer Le Mans, das ist etwas, wo der Ingenieur stolz sein kann, weil der macht, dass das Auto 24 Stunden geht. Der hat den Hauptanteil des Erfolgs nicht. Also ich als Fahrer war ja... Naja, also nicht ganz, muss ich schon sagen. Er muss es ja 24 Stunden auf der Straße halten. Das gehört schon dazu. Das sollte er können, ja. Aber Porsche war auch immer bekannt dafür, auch Sachen im Motorsport auszutesten für die Serie. Kann man ja sagen, ist das Auto eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, oder? Ja, es war oft der Fall, ne, dass Porsche immer mit einem Prototyp erstmal Rennen gefahren ist und dann kam das Serienauto. Ja. Und deshalb glaube ich auch die Ergebnisse. Schau her, es gibt glaube ich keine andere Marke, bei der noch so viele Autos, die jemals produziert wurden, immer noch laufen. Mhm. Ich habe selber drei daheim, die sind 50 Jahre alt, die fahren wie immer. Das ist das Besondere an Porsche. Und da kann man sagen, ihr habt ja auch noch eine Auszeichnung bekommen für die kürzeste Boxenstandzeit, wenn man das übers Rennen gesehen zusammenrechnet. Ich glaube, etwas unter einer Stunde, wenn man alle Boxen 56 Minuten. 56 Minuten, genau. Das war Reifenwechsel, tanken. Scheiben putzen. Mal fetter, mal mager gestellt. Und das ging auch im Boxenstopp mal. So wie es sein muss beim Rennen. Reden so wie sein muss. Vom perfekten Lernen. Naja, wir waren selten sowas. Wir waren heilfroh, dass wir den Jungs nicht extra Arbeit machen. Die hatten ja
natürlich Nervenanspannung mit den 936, die gewinnen sollten. Da wollten wir nicht als lästiger Swimmerl dabei sein. Und das haben wir ganz gut gelöst. Mir fällt nur auf, ihr seid ja zu zweit gefahren. Ja. Wie war das damals von der Fahrzeit? Seid ihr dann zwei Tankfüllungen, also Doppelstint gefahren? Doppelstint gefahren. Und das war natürlich, für mich als Rallyefahrer war das überhaupt kein Problem. Nicht. Ich muss ihm wieder erzählen. Die letzte Stunde ist dann der Jürgen gefahren. Ich bin vom Auto ausgestiegen, habe mein Oberrohr ausgezogen, bin in mein Auto gestiegen, bin nach Regensburg gefahren. Nonstop, sofort, direkt 5 Minuten nach dem Rennen war ich wieder zu Hause. Also, das kann man sich heute alles nicht mehr vorstellen. Heute ist doch Debrief und das und das. Andere Zeit. Nein, war toll, super. War ein tolles Erlebnis für mich. Werde ich nie vergessen. Und das Auto auch, das war natürlich dann schon irgendwas Besonderes, gell? Mit seinem Auto da als Siebter anzukommen. Mhm. Ja, glaube ich. Aber jetzt würde ich schon noch mal ein bisschen mehr über die Eckdaten wissen vom Fahrzeug. Vielleicht können wir auch ums Auto mal rumgehen und das Auto mal anschauen, vielleicht mal auch unter die Haube schauen. Wenn du Eckdaten wissen willst, das muss also der Norbert weiß wahrscheinlich, was da... Die Frage war eigentlich an dich gerichtet, aber... Nee. Alles gut. Ich weiß nicht, dass er 4 Gänge hat, ein Lenkrad, Kupplung und Bremse. Lass uns mal unter die Haube schauen. Ja. So, lüften wir das Geheimnis. Ja, jetzt lüften wir das Geheimnis. So. Dann schauen wir mal daher. Und da sieht man das Geheimnis. Ein 944 Turbomotor. Und das Geheimnis war, die Serie soll den Motor dann erst im Herbst bekommen. Aber wir hatten das schon in Le Mans. Und und dieses war ein kleines Versehen der Konstruktion. Man musste das dann abdecken, dass man das nicht sieht, wenn man mal im Rennen den Deckel aufmachen musste. Aber das musste man zum Glück nicht. Also das war überdeckt dann mit... Das war mit einem Aluminiumdeckel war das zugedeckt, dass man es nicht sieht. Okay. Und zum Motor an sich, war ja ein brandneuer Motor? Brandneu, 2,5 Liter, 4 Ventiler, war also auf neuestem Stand. Okay. 4 Zylinder, was an Leistung, was hat er gehabt ungefähr? Ja, knapp 400 PS dann in Le Mans. Knapp 400, okay. Vorher ein bisschen mehr, aber dann... Okay. So, was man noch zum Auto sagen kann, ist halt, es ist wie der 924, Trennsechsel, was eine sehr gute Gewichtsverteilung gibt. Damit ist das Auto von Haus aus schon ein bisschen gemütlicher, gutmütiger. Okay. War es auch bestimmt eine gute Traktion? Oder? Absolut, Traktion war gut. Wir hatten zwar bei dem Rennen keinen Regen, es war immer trocken die ganze Zeit. Aber das ist natürlich immer ein wichtiger Punkt, dass du die Leistung auch auf die Straße bringst. Mhm. Und das war natürlich für den Frontmotor, wo das Getriebe vorne ist, hast du natürlich viel mehr Probleme, die Kraft zu übertragen, aber das war hier natürlich schon perfekt. Gell? Mhm. Ach, schade, weil es gibt ja auch Le Mans, wo es wechselhafte Bedingungen sind. Das wäre natürlich perfekt. Für den Rallyefahrer das Richtige gewesen. Ja. Noch ein bisschen Nebel, weißt du, so. Aber das war uns verwehrt, weil sonst wäre es ja peinlich gewesen, wenn man noch besser gewesen wäre. Wo man keine Bremsschilder sieht, sondern rein nach Gefühl bremsen. Ja, ja, richtig. Wunderbar. Aber bei dem Fahrzeug gab es auch eine neue Kraftstoff-Einspritzung. Einspritzung, ja, eine elektronische Einspritzung, Zündung-Einspritzung. Das war neu damals. Ja. Und sollte natürlich auch im Rennen erprobt werden. Ja, okay. Vom Getriebe her nochmal? Viergang, okay. Vierganggetriebe, okay. Natürlich. Was in Le Mans in Ordnung ist, verstehst du, das ist, wenn damals war ja auch die Turbotechnik nicht so, dass du ein Ansprechverhalten hattest. Und wenn du weniger schalten musst, bist du länger im Ladebereich. Ja. Ne? Die Schaltpausen sind immer Kraftunterbrechung. Das war vollkommen in Ordnung. Und war auch für den Fahrer ein bisschen Erleichterung, wenn er nicht dauernd zwischen 6 Gängen da rumrühren muss. Das war alles perfekt. Und was für mich immer wieder das Beeindruckende war einfach, dass das erste Mal gelaufen ist und dann sofort so eine Feuertaufe 24 Stunden läuft. Und was natürlich schön ist, dass man da eine Basis geschaffen hat, denn später der 44er Turbo war ja ein sehr tolles Auto, wo alle richtig begeistert waren. Und da haben wir halt schon einmal mit dem Auto so einen kleinen Grundstein gelegt damals. Ne? Das ist, dass er ein gutes Image hatte, der Motor. Ne? Ja, toll. Wie gesagt, das hat man bei Porsche schon oft gesehen, dass die Sachen im Motorsport ausprobiert wurden und abgeprüft wurden und dann später in die Serie eingeflossen sind. Ich glaube, das ist ein perfektes Beispiel dafür. Okay, lass uns mal ins Cockpit schauen. Ja, alles klar. Aber Sitzposition schaut gut aus, Walter. Ne? Absolut, das war damals schon etwas Besonderes. Dass ich bin ja in allen Autos nicht so perfekt gesessen mit meiner Größe. Aber da bin ich wirklich perfekt gesessen, was natürlich auch wichtig ist,
wenn du 24 Stunden Rennen fährst, musst du gut sitzen, sonst machst du deinen Rücken total kaputt. So ein langes Rennen. Habt ihr es dann fast halb aufgeteilt, das Rennen? Also halb, ja, halb, wir sind oder? Immer so ein Doppelstint gefahren. Okay. Das waren dann ungefähr 2 Stunden. Ist sowieso natürlich wenig, da kannst du gar nicht richtig schlafen, weil bis du einschläfst, musst du schon wieder fahren. Aber für mich 24 Stunden war ja kein Problem. Beim Rallyfahren sind wir 40 Stunden am Stück am Steuer gesessen. Und auch die Fahrerei am Asphalt. Ich glaube, in meiner Zeit, ich habe einen neuen Stil beim Rallyfahren damals kreiert. Ich bin also gefahren wie ein Rundstreckenfahrer. Nicht spektakulär, sondern sauber. Und darum ist mir auch der Umstieg nicht schwer gefallen. Ich glaube, ich war sicher einer von den ersten, neben Vic Elfort, der hat auch beides gekonnt, der auf der Rundstrecke sofort zurechtgekommen ist. Und darum, für mich war das Einzige halt, dass ich plötzlich viele Autos um mich herum habe, ne? Weil sonst bin ich allein gefahren. Ne? Wie ist jetzt, wenn wir jetzt kurz aufs Interieur gehen, was waren so für dich die wichtigsten Instrumente? Weil Telemetrie im Vergleich zu heute gab es ja nicht. Gab es nicht, da warst du als Fahrer verantwortlich. Mhm. Wichtig war natürlich Drehzahl, Ladedruck und dann hast du halt gelegentlich immer wieder die Temperaturen, Wassertemperatur, Öltemperatur, Getriebetemperatur kontrolliert. Aber wir hatten da auch keine Probleme, das waren immer konstante, feste Temperaturen und das war natürlich gut, dass dich da nicht hast stressen müssen, Angst haben, dass irgendwo die Wassertemperatur zu hoch wird. Das ist natürlich für einen Fahrer unheimlich relaxed, wenn er sich wirklich nur aufs Fahren konzentrieren muss und nicht immer Angst hat, das Getriebe wird zu heiß, das Wasser wird zu heiß und so weiter. Wie war das für dich, der Unterschied jetzt? Weil 81 war ja dein erstes von 2 Le Mans Starts. Wie war dann der Unterschied als Rallye-Fahrer? Ja, natürlich, der größte Unterschied war, dass ich plötzlich nicht mehr alleine auf der Straße bin, sondern dass da eine ganze Menge um mich herumfahren. Mhm. Das, vom Fahrstil her war das kein Problem, weil wir sind ja beim Rallye auch Asphalt gefahren und ich war immer schon ein Asphalt-Spezialist beim Rallye-Fahren, weil ich eben sehr früh begriffen habe, schnell ist nur, wenn es zu sauber fährst, wenn das Auto auf Zug ist, wenn das nicht quer kommt. Wenig lenken, das war auch der große Vorteil beim Rallye-Fahren. Als ich als erster Mitteleuropäer da vorne mitgefahren bin, die Skandinavier waren ja alle spektakulär. Nur quer ist wer, hat es da geheißen. Ne? Und darum haben wir die Umstellung gar nicht so schwer. Das hat auf Anhieb gut geklappt auf der Rundstrecke. Und es war auch für mich natürlich, die Nacht war ein großer Vorteil. Als Rallyefahrer war ich es gewöhnt, dass du in der Nacht fährst. Da hast du schon gemerkt, dass manche Rundstreckenfahrer dann in der Nacht schon ein bisschen rumgestochert sind. Ne? Also das war schon ein Vorteil. Muss man dazu sagen, weil heute sind ja die Lichter auf einem ganz anderen Niveau wie damals. Ich denke, wir hatten da 2 so Kerzen vor mir drinnen, aber ich wusste ja ungefähr, wo es hingeht. Und jetzt von der mentalen Belastung, wenn man sagt, weil die Rallyes, okay, waren ja damals viel länger als heute, ging über mehrere Tage, fast eine ganze Woche. Kann man das vergleichen mit 24 Stunden? Das kommt vielleicht auch, ich muss dazu sagen, weißt, in Le Mans hast du ja nicht so viele Kurven. Damit ist die Belastung nicht so groß. Du hast ja auf der 100D hast wieder vollkommen relaxen können. Wenn du Monte Carlo fährst, geht es keine 50 Meter geradeaus. Da bist du nur in Action den ganzen Tag. Also das war Rallyefahren war schon viel härter als wie hier beim Rennsport. Okay. Ja, interessant. Und vor allen Dingen, sagen wir jetzt in der Zeit auch noch zu zweit zu fahren. Ja, das war natürlich schon zu zweiter. Du hast also 2 Stunden halt dazwischen. Das reicht fast nicht, dass du richtig schlafen kannst, relaxen kannst. Mhm. Und bist im Prinzip 24 Stunden wach, aber das ging ganz gut. Bin auch auf dem Auto ausgestiegen und bin in mein Auto gestiegen. 10 Minuten später bin ich nach Regensburg gefahren, noch mit 12 Stunden hin drauf. Der nächste Doppelstint. Und dann war das in Ordnung. Ich glaube, das ist auch so der Hauptvorteil gewesen, dann mit 3 Fahren, dass einfach die Pausen länger werden. Ja, dass du ein bisschen schlafen kannst. Das stimmt, ja. Aber wie gesagt, damals hat man sich da nicht so viel Gedanken gemacht und es ging auch zu zweit. Ich bin überzeugt, dass natürlich heute mit den modernen Autos, wo ganz andere Belastungen auf den Fahrer zukommen, ist es viel schwieriger. Aber damals, ich weiß nicht, ich bin überzeugt, dass du heute in einem modernen GT3 eine größere Querbeschleunigung hast, wie hier mit dem Rennauto damals gehabt hast. Das kann schon sein, ja. Denke ich auch. Na, spannend auf jeden Fall. Ja. Spannend, also, schön, wunderbare Erinnerung. Und kommst wieder, jetzt nach so vielen Jahren. Ja, wieder in das Auto. Ja. Und fühle mich sofort 40 Jahre jünger. Ja. Schaut doch gut aus. Ja, passt. Alles klar. Walter, was war eigentlich dein schönster Le Mans-Moment in 1981? Ja, das Schönste war, weißt, am Tag gab es natürlich so ein paar Rennfahrer mit starken Autos, die uns überholt haben. Und als es dann Nacht wurde,
ich die wieder überholt. Das war der schönste Moment für mich. Ihr Blinden, was ist denn los mit euch? Oh, Wahnsinn. Aber dieser Mythos Porsche in Le Mans, war das greifbar für dich? Ja, schon, natürlich. Das war ja auch zu dem damaligen Zeitpunkt schon, war Porsche, glaube ich, die erfolgreichste Firma in Le Mans. Und das war natürlich auch für mich selber natürlich ein tolles Erlebnis, dass ich da ein kleiner Teil von dieser Firma sein durfte. Das war natürlich schon etwas, was mich als Porsche-Fan natürlich mit Stolz erfüllt hat. Das war Wahnsinn. Einmalig damals. Ne? Das war das erste Jahr, wo ich offiziell mit Porsche zu tun hatte. Und das war natürlich so der Traum aus meiner Jugend, einmal mit Porsche irgendwas zu machen. Wahnsinn. Also mir war es eine große Ehre, mir war es ein Fest, mit euch beiden über das Jahr 1981 zu sprechen. Und ja, denkt, wir sehen uns bald mal wieder. Danke. Macht's gut. Also, danke. Bis zum nächsten Mal. Servus. So, das war jetzt das Jahr 1981, aber wir bleiben in den 80s. Und jetzt kommt eine ganz neue Ära, eine riesen Epoche für Porsche und mit ganz, ganz viel Erfolg. Und da mache ich mich jetzt auf. Ciao.